Und willkommen zurück zu Let's Play Trails from Zero. Wir müssen jetzt nach Osten war es raus, um zum Armorica Village zu kommen. Ich hoffe, ich stehe diese Aufnahme durch. Es ist gerade 4.53 Uhr. Andere Leute müssen in 7 Minuten aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich bin noch nicht mal ins Bett gegangen. Es ist nicht toll. Da wartet ja schon ein Bus. Oh, shoot. Beziehungsweise er wartet nicht, sondern fährt einfach weg. Tja. Halt, Polizei! Dieser Bus ist jetzt konfisziert. Hey, warten Sie! Ich hab doch gerade den Bus konfiszieren wollen. We just barely missed it. Man, you kidding me? You got any idea how many trips the bus makes? I'm pretty sure it comes by pretty frequently. Tja, da steht sogar ein Fahrplan, also warum nicht einfach drauf gucken, ne? According to the schedule here, the next bus will depart in approximately 2 hours. Ja, in der Zeit können wir doch hinlaufen, ne? It's that long of a wait? Doesn't sound as frequent as you were hoping for, Lloyd. Well, that's just great. And here I was hoping we could also make it to the hospital later. And that's not even mentioning the other areas we still need to visit. Right. And we had just decided on how to proceed with our investigation. Ja. Dann müssen wir uns entscheiden, wa? Given the circumstances, could we not simply walk to Armorica Village? Huh? Theo? Ja, macht doch Sinn. You for real, Theo Todd? Warum nennst du sie so? Was? Judging by the distance shown on the map, I would estimate that it takes approximately 1.5 hours to walk there. Conversely, sitting and waiting for the next bus will result in a 2.5 hour trip. Would it not be more efficient of us to simply walk to Armorica? When you spell it out like that, it certainly does make sense. I've actually heard stories of how beautiful the countryside along the road can be. Ah, dann lasst uns das doch mal angucken. Perhaps it would be more enjoyable if we think of it as a fun little hiking trip, right? Ja, die beiden Guys scheinen nicht so begeistert zu sein. Dude, these girls seriously trying to convince themselves this will be a jolly good time. It's painfully obvious they've never tracked the highway by foot. What are you two whispering about? Oh, nothing really. You know, monsters tend to roam around the highways. Are you girls okay with that? I hadn't thought of that. However, we ventured into the Geofront, so I think we will be fine if we run into a few monsters here and there. Additionally, I still need to accumulate more combat data from my Oberstaff. Participating in more skirmishes is a necessary task. Well, all right. If the both of you are dead set on walking, then we'll do it. Right, we should get going. Gut. Wir müssen ja sowieso noch ein paar Monster besiegen und Zutaten sammeln und Zeppits sammeln und so. I'm starting to get a little excited. Had I known this would happen, I would have prepared as lunch. We could have had a cute countryside picnic on the way. Wir sind nicht zum Urlaub machen hier. Wir haben einen Job zu erledigen. That is true. Should we depart soon, we'll arrive at the village by noon. I am certain we can replenish our energy there. Hey, Randy. It's up to us to protect them if they get exhausted. Yeah, I got this, man. Ja, gut. Dann schauen wir uns doch mal... Ach, ich hab vergessen, man kann hier gar nicht die Karte drehen. Das ist so ungewohnt, weil in Trails in the Sky ging es und das hier ist ja irgendwie die danach folgende... die Nachfolgereihe und hier geht das nicht mehr. Das ist weird. Was ist das? Was haben wir hier? Was? Wo geht's hier hin? Gab's nicht irgendwie
Gibt's nicht einen schnell Zugriff für die Map? Muss ich das jedes Mal hierüber machen, über Books? So, wir sind gerade hier. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir gerade hier sind, das ist noch voll weit weg vom Amorica Village. Also, wo führt das hier hin? Okay, zu einem Gegner auf jeden Fall erstmal. Was ein hässliches Teil. Aber das können wir ja mit Leichtigkeit besiegen, denn wir haben ja irgendwie, obwohl wir den nicht von hinten angegriffen haben, scheinbar irgendeine Art Vorteil. Sie kommt da wahrscheinlich nicht mehr dran, ne. Okay. Overkill. Komm, was für Sepit haben wir bekommen? Gut. Wir haben Wasser-Sepit schon mal bekommen. Das ist auf jeden Fall was wir brauchen. Hier unten ist ein totes Ende mit einer Kiste. Terrorbaum. Ah, Goddess, it hurts. The grass is clipping right through me. Nice. Nice, die Kiste macht einfach eine Beschwerde darüber, dass das Gras da reinpixelt. Das ist, ach, sehr schön. Sehr schön. Wahrscheinlich war das irgendein Problem, was sie nicht lösen konnten. Was ist das hier? Leather Jacket. Ach, guck mal, fast hätte ich mir sowas gekauft. Wer braucht das denn nicht? Weil sie quasi so unsere Hauptheilerin ist, gebe ich ihr das mal, ne? Was haben wir hier? Wir können scheinbar hier nicht hochklettern, ne? Nein. Das geht nicht. Aber hier ist noch ein Gegner. Den können wir... sind das diese Dinger, die explodieren, wenn man sie umbringt? Ja, Rush Chance. Ich weiß nicht, warum ich die nicht jemals nicht nutzen sollte, weil die bringt wirklich keine Nachteile. Nein, das explodiert nicht mal. Gut. Mittlerweile haben wir, wir brauchen 30 brauchten wir von allem, ne? Und die bringen sogar die schwarzen Sabbath, die brauchen wir nämlich auch noch. Ich glaube, wir brauchten nur die schwarzen und die blauen noch. Den Rest hatten wir alles. Und ich gucke gerade mal, was wir hier an Zeug bekommen haben, was Zutaten angeht. Honey Syrup und Crying Onion bis jetzt. Das ist nichts von dem, was wir brauchen. Wir brauchten Fisch und Eier, glaube ich. Ja, Fisch, Eier und noch irgendwas. Warte, ich habe doch hier und im Detective Book das drinstehen bestimmt, ne? So. Habe ich das noch nicht? Ja, das habe ich schon reported, gut. Fischfilet und Monster-Eier. Okay, wir brauchen nur die zwei... Ne, da geht's noch weiter. Ne, doch, nur die zwei Sachen brauchen wir, gut. Genau. Und das noch. Gut, gucken wir mal hier weiter, ob wir hier noch was haben. Nochmal, noch ein neuer Gegner, eine Schlange. Aber bis jetzt sind die Gegner immer alleine. Es sind ja keine wirklichen Gegnergruppen und demnach sind die auch überhaupt nicht schwer. Was ist denn das orangene Herz? Was macht das? Ach, das ist HP. Okay, das war in Trails in the Sky nämlich golden und nicht so orangefarben. Aber macht auch Sinn, denn immerhin ist der Lebensbalken ja orange hier. Ne? CP ab. Außer Tio haben mittlerweile alle ihre CP voll. Und Lloyd ist auch noch eine Stufe aufgestiegen. Und Lloyd hat eine neue S-Craft gelernt. Sehr schön. Die bringen auch nur die blauen, nicht die schwarzen. Okay. Was ist denn hier? Also jetzt nehme ich sowieso erstmal alles mit, was ich mitnehmen kann, alleine des Levelns wegen. Weil ja unter anderem der Kampf hier mit, wie hieß er noch gleich, Walt, der war ja jetzt auch nicht ohne.
So. Hier oben ist doch bestimmt auch noch was Schönes. Guck mal, von den Schlangen bekommen wir auch Eier. Was wir ja auch noch sammeln müssen. Eine Silver Brooch. Das klingt, als ob das gegen Vergiftung ist. Weil man früher, soweit ich weiß, Silberbesteck benutzt hat, um zu erkennen, ob das Essen vergiftet war. Weil Silber sich beim Kontakt mit Gift verfärbt. Ne? Das war was, was ihr niemals wissen wolltet, aber jetzt wisst ihr es. Vielleicht ist das nicht mal wahres Wissen, sondern einfach nur irgend so eine Halbwahrheit, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Aber ihr habt's jetzt im Kopf. Ich wollte mal gucken nochmal, genau hier, wie viel wir denn davon brauchten, von den Monstereiern. 3 Stück und 4 Fischfilets. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, noch keinen großen Kontakt mit Fischen. Wir haben, genau, 2 Monstereier gerade. Die haben wir gerade gekriegt. Es wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern und ich werde wahrscheinlich in manche Gegner mehrmals reinlaufen müssen. Hier waren wir hier. Lass mich in Ruhe. Ich will das Ding da erstmal, das ist fischiger. Aber ich glaube, das sind einfach nur Würmer. Ich dachte, das zählt eventuell auch als Krebs. Wieso nicht? Was ist das denn? There's something on the ground. Earth Sapit, okay. Ich beschwere mich nicht. Das Ding hier hatten wir noch nicht, ne? Das ist ein neues Ding. Aber es sieht aus wie irgendeine Art Vogel. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir davon auch Eier, ne? Metal Saucer. Im Moment geben die Kämpfer auch noch gut Erfahrungspunkte. Ich meine, Leute ist schon wieder eine Stufe eben aufgestiegen. Das sollten wir im Moment noch nutzen. Und jetzt ist der Gegner sowieso besiegt, alleine schon, weil wir jetzt wieder einen Rush-Angriff machen können. Ja, easy. Sind alle eine Stufe aufgestiegen. Ellie learned Holy Bullet, okay. Mittlerweile haben wir auf jeden Fall genug blaues Sapit, aber uns fehlen immer noch die schwarzen Sapit. Haben wir gerade von den Fischfilets gekriegt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Fresh Egg. Brauchten wir jetzt Monster Eggs oder Fresh Eggs? Egal. Ich glaube, wir brauchten... Ah, da hinten ist ein Angelspot, sehe ich gerade. Ja, das Ganze wirkt etwas unkoordiniert gerade. Monster Egg, okay. Keine frischen Eier, wir brauchen schon Monster Eier. Die originalen Monster Eier. Mittlerweile treten die übrigens auch in Gruppen von 2 auf. Sonst war hier nichts. Ich dachte, hier könnte wenigstens noch eine Kiste stehen oder so. Ah, dann eben nicht. Dann über die Brücke weiter. Und hier ist bestimmt noch irgendwas, ne? Immer schön off-track gehen. Die haben Monstereier. Bis jetzt haben wir allerdings, warte mal, hier ist echt nur eine Sackgasse. Ich glaube, von hier könnte man angeln, wenn man eine Angel hätte. Oder muss man dafür oben auf die Brücke? Ich will gerade mal gucken, ob man theoretisch angeln kann. Nein, kann man nicht. Okay. Wir haben keine Angel, deswegen können wir nicht angeln. Das macht auch Sinn. Hier ist noch ein Gegner. Wir haben immer noch nichts, was uns Fischfilets gibt. Noch gar nichts. Kannst du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Ich möchte schon gerne einen Vorteil haben, wenn ich dich angreife. Welcher Gegnertyp hatte denn nochmal, Ich hatte doch vorher schon mal einen Gegner, der, schwarzes Sapit fallen gelassen hat. Welcher war denn das? Hier ist noch ein Gegner auf jeden Fall, ne? Die Viecher lassen die schwarzen Sapit fallen, okay. Okay, jetzt haben wir sowieso genug. Gut, Sapit-mäßig haben wir jetzt genug, aber die Zutaten fehlen uns noch. Ich möchte ganz gerne...
mach deine Attacke erst zu Ende. Ich möchte an dieser Stelle ganz gerne speichern, bevor die Story zu weit ranschreitet. Ich möchte schon die Nebenmission vorher machen. Aber wir haben bis jetzt noch keinen Gegner gefunden, der irgendwie in die Richtung Fisch geht. Ich habe gerade einen Erdwurm gekriegt. Ich schätze mal, das sind Köder fürs Angeln. Falls man vorhat zu angeln. So. Also Monster Eggs dürften wir mittlerweile genug von haben. Ist hier hinter dem Felsen was versteckt? Nee. Hatten wir uns... Moment. Wir waren ja da hinten, fällt mir gerade ein, bei einer Kiste. Haben wir uns da auch die Nachricht durchgelesen, die da stand? Hier in der Kiste. Ah, nochmal das Viech besiegen halt. So. The contents of this chest brought to you by the International Bank of Crossbill. Visit us for premium Sepith exchange rates. Gut, da war also nur eine Werbung drin. Schön. Gut, dann können wir jetzt da weitermachen, wo wir eben schon lang wollen. Den Gegner brauchen wir ja nicht noch ein zweites Mal besiegen. Den allerdings schon, denn er will es ja nicht anders. Tja, der wollte es nicht anders. Der wollte unbedingt getötet werden. So. Hier, das geht auch wieder zurück dahin, wo wir sonst lang gegangen wären, ne? Haben wir hier an der Seite auch nichts liegen lassen. So, hier leuchtet noch was. Terrorbomb, okay. Und da sind noch zwei Kisten. Einmal hier. Was ist hier drin? Steel Wrist. Ist das, was zum Verstärken? Prevents Faint. Das gebe ich ihm mal. Und ihr gebe ich mal Silver Brooch. So. So, was steht hier noch, wenn man da noch ein zweites Mal dran geht? Can you feel how hard this chest is? I could bench press your entire party. Ja, klar. Und hier drin haben wir EP Charge und it's empty, but the woodwork is amazing. Is a chestnut? Könnte Kastanie sein. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich der Konstrukteur dieser Kiste. Looks like we hit a fork in the road. I'm pretty sure we have to go north in order to reach Amoika village. Bingo, taking the road on the left is gonna lead us in the right direction. This is a bit tougher than I was anticipating, Tio. Agreed, my initial estimation has led to a disastrous miscalculation. These monsters roaming around the highway aren't helping either. You two look like you're about to pass out. Oh boy, how about we take a breather, ladies? No, I think I'll be okay. What about you, Tio? As much as I would love to admit defeat right about now, I was the one who suggested we walk, so I must persevere. Persevere, oder wie auch immer das heißt. Well, as long as you're okay with it. Just remember that if you can't take much more of this, you can always ask good old Randy here for a piggyback ride. Would you rather ride on my shoulders? I strongly and unequivocally refuse. Do not treat me like a child. Furthermore, I doubt you would be satisfied with someone of my stature riding your back, if I'm not mistaken. Hey, true enough, I'd rather have a chick with a voluptu- Hold up a second, you're making it sound like I had ulterior motives. Hattest du die etwa nicht? She got you hook, line and sinker, Randy. Anyway, let's keep moving. I'd be surprised if we didn't run into more monsters, so let's take it slow and steady. Don't be afraid to let us know if you need anything, to take a break, Tio, alright? Roger. Gut. Dann gucke ich erstmal, was hier in diesem Wulst ist. Da ist
auf etwas auf dem Boden. Ach, Time Sabbath, ah, die sind so gut und wertvoll. Können wir auch erstmal... I'm pretty sure this way leads to Tangram Gate. Yep, the Calvadian border is over this way. The CGF's deputy commander operates out of Tangram Gate too. Oh, really? I was unaware. Let's avoid any detours for today. Sounds good, man. Okay, das heißt, wir können sowieso erstmal nur hin, hierhin. Das bedeutet, dass mit den Zutaten können wir erstmal noch gar nicht machen. Das können wir jetzt noch gar nicht machen. Was ist denn hier? Hier sind noch Gegner. Ist hier auch noch was auf dem Boden liegendes? So, wieder alle eine Stufe aufgestiegen. So, sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Außer den ganzen Gegnern war hier neben der Straße nichts mehr. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier entlang zu gehen. Old Armorica Road. Da werden wir gleich... Ah, guck mal. Vögel. Was können die denn? Säbelvögel. Golden Eggs heißen die. Oh, die scheinen noch etwas mehr Leben zu haben. Mach mal einen Triple Burst. Ich weiß nicht, ob ich denen schon gewachsen bin oder ob ich noch mehr hätte leveln sollen. Ja gut, doch. Also, tödlich sind die nicht. Sie gehen halt nur nicht so schnell down wie die anderen Gegner bis jetzt. So, du kannst jetzt mit einem kritischen den angreifen. Oh, das gibt sogar einen Konter noch für mich. Die kommen da beide nicht dran. Und Ellie macht jetzt das Ding kaputt. Das war's. Die lassen bestimmt auch irgendwelche Eier fallen, oder? Ja, Monster Egg. Von denen haben wir mittlerweile eindeutig genug. Reviving Balm. Next time I'm using a lock. Wäre vielleicht schlauer, wenn du deine Inhalte nicht verlieren möchtest. Bienen! Oder Wespen. Irgendwas Fliegendes mit einem Stachel halt. Helmet Hunter heißen die Viecher. Okay. So, die sind jetzt auch kaputt. Overkill. Antidote. Okay, die lassen Gegengift fallen. Das ist ja immerhin schon mal nützlich. Die können wahrscheinlich auch vergiften. Ich sehe da schon mal ein kleines Häuschen. Jetzt bin ich ja ganz aus dem Häuschen. Hier in der Ecke geht es nicht weiter. Und hier haben wir irgendeine rumfliegende Polle. Wahrscheinlich muss man das... Ja, okay. Habe ich mir fast schon gedacht. Bei denen ist es vielleicht sinnvoller, mit Arts anzugreifen, weil die allem ausweichen. Art, Firebolt. Gut, sie kann sowieso zweimal direkt hintereinander angreifen. Okay, die treffen. Ja doch, vielleicht hatte Leute auch einfach nur Pech. Feuer ist wahrscheinlich sehr effektiv auf die. Oh, der brennt. Okay. Und ist eingefroren? Oder habe ich das gerade... Nee, ist er nicht. Okay. Killer Dandy. Aha. Okay, Self-Destruct. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist absolut nicht cool. Ich hasse Self-Destruct. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, die Leute, die bei mir Trails in the Sky gesehen haben, wissen, dass ich Self-Destruct hasse. Autsch. Und ich habe Mehl gefunden. Warum hatten die Dinger Mehl dabei? Muss ich das hinterfragen? So, du heilst mal dich selbst und du heilst Randy und
Das war's schon, so. Wo geht's denn da hin? Da war irgendeine Farm. Hier liegt aber noch was auf dem Boden. Wir gehen gerade Richtung Nordwesten und das ist Osten, ne? Ich guck gerade nochmal auf die Map. Ob's nicht irgendwie... Okay, ich muss weiter nach Nordwesten und da ist wohl irgendwas, das ist wohl irgendeine abgesperrte Farm. The gate is locked. Okay, da dürfen wir sowieso nicht hin. Vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht ist dann Zeit dahin zu... Was bist du denn? Guck mal, nochmal so ein Ding in einer anderen Farbe. So, dann hau ich das Ding erstmal. Nochmal. Du kannst da drauf hauen. Und jetzt rush mal, aber auf den in der Mitte, sodass alle getroffen werden, genau. Ich wollte ihn extra nicht töten, damit alle noch getroffen werden können. Soll ja jeder die Chance haben zu sterben, wa? Schön. Zwei Level-Ups nochmal. Randy hat Salamander gelernt. Und eine Orange haben wir bekommen, wie es scheint. Wo auch immer die herkommt. Und da ist noch eine Kiste. So, die anderen beiden sind jetzt auch eine Stufe aufgestiegen. Und hier haben wir Grasshoppers. Is the chest half full or half empty? Neither. It's completely empty. Genau, weil wir haben sie leer gemacht. Leather Boots, Grasshoppers. Nimm mal die stattdessen. So. Erstmal schöne Schuhe gefunden. Ich frag mich, wer so freundlich war, die hier an eine Seite zu stellen. Da muss ja jemand extra seine Schuhe hier stehen gelassen haben. Oh. Das sind aber schöne Sonnenblumen. Dann werden wir die doch einfach mal kaputt machen. Das sind solche Dinge, habe ich mir fast schon gedacht. Die wirken schon wie diese Blumen am Anfang von Trails in the Sky. Fernkämpfer. Aber die haben wenigstens keinen so krassen Knockback-Effekt. Weil das ist nämlich echt nervig. Wenn die so unreachable sind, dadurch, dass sie die ganze Zeit Knockback machen. Aber wir machen Knockback scheinbar auf die und gut, dass er eben die Grasshopper angezogen hat, sonst wäre er da nicht mehr rangekommen, glaube ich. So wie Randy jetzt. Die kommen da alle nicht mehr dran. So, Randy, kannst du ihn treffen? Ja. Bring's zu Ende. Seven Colored Beans haben wir von denen gekriegt. Interessant. Hier sind halt so Grenzen teilweise, wo ich nicht verstehe, warum man da nicht lang gehen kann. Nein. Komm, wir laufen immer um diese Mauer rum. Schon wieder eine Orange dabei gehabt. Die kommen scheinbar durch die roten Viecher, die Orangen. Warum auch immer die welche haben. Hallo. So. Cool necklace. The chest is empty and exercises its right to remain silent. Equip. Was war das jetzt hier? Wir haben noch cool necklace. Prevents burn. Komm, du hast noch gar nichts ausgerüstet, dann bekommst du das jetzt. Ah, hier ist eine Rest Area. Oh, good timing. Rest area. Really? Oh, thank Idios. Nice, da stöhnen die mir erstmal ins Ohr. Das gefällt mir. Why don't we take a break here before your legs fall off? We can even admire the view while we catch our breath. Sound good?
Yes, I would love that. Capacity overload. Why not? I'm always game for a little kickback and chill. Ja, das wissen wir doch, Randy. Hast du auch eigentlich was anderes im Kopf als kickback and chill? Wir scheinen irgendwelche Beta zu sein. Was habt ihr denn da für Dosen? This breeze feels so refreshing. Haben die sich die gerade aus dem Automaten gezogen? Ah, just what I needed. I completely agree. I may even fall asleep at this rate. I know it's hard, but we're almost there. You know, I've never taken a close look at the countryside before. I have to say, it's absolutely stunning. It almost feels as if it were taken straight out of a fairy tale. Not too surprising, to be honest. Crossbones got tons of ruins scattered all over the state. I bet history buffs would have a field day here. Ja, ich finde auch, dass es hier ziemlich schön aussieht. Indeed, I believe most of them were constructed during the Middle Ages and have long since been forgotten. I actually seem to remember being told this area once served as a massive battlefield. A battlefield? Here? Yes, supposedly many wars between the Erebonian Empire and the Calvert Republic have taken place in this very location. The ancient battlefield is so close by, so it makes sense. The ancient battlefield? Sounds pretty interesting. We don't come out here often, so you guys wanna go check it out? As much as I'd love to, I think we should save it for some other time. Immerhin sind wir immer noch hier, weil wir einen Job zu erledigen haben und nicht zum Freizeitvergnügen. Agreed. There is a time and location for everything, Randy, and right now happens to be neither. You guys for real? How can you be so young, yet so devoid of passion? You're telling me the both of you grew up in Crossbell, yet you never bothered to explore outside the city? I mean, ain't it natural to wanna ditch town and spread your wings a little? I don't agree with that. We never had much reason to leave the city when we were kids. Everything I could ever need was available right there in the city, so I never thought about it. Moreover, Crossbell's commercial entrelty encouraged merchants to carry non-domestically produced goods. Okay. Aber Lloyd hat doch die City dann verlassen. Furthermore, most people prefer to travel by airship or by train. And with the introduction of orbital vehicles, tracking the road like this, for all intents and purposes, is a thing of the past. While I was not raised in Crossbell, I can entirely relate. I was living in one of the Foundation's research labs for the past few months, so I never had the chance to hike. Modern convenience is really turning us into a bunch of lazy bums, huh? Ja, tun sie in der echten Welt auch. But anyway, Lloyd, you look like you still have plenty of energy to spare. Well, I owe that to the Police Academy survival and fitness training. Still, my stamina doesn't hold a candle to yours, Randy. All the training with the CGF must really paid off. You haven't even broken a sweat yet. Probably just used to running everywhere. Wahrscheinlich, weil du vor deinen Ladies wegrennst, ne? Hey, check it out, you guys! Der Bus! Aber der fährt in die falsche Richtung, oder? That must be the bus making its return trip to the city. For a moment I considered signaling to the driver to stop so I could return home. Na, deswegen sind wir nicht hier. Come on, Theo. Wouldn't it be a total waste if we took the bus back now? We're in the final stretch, you guys. You won't have to push yourselves for much longer. I hope so. Fine. Let's get this show on the road, ladies. I believe in ya. Gut. Dann machen wir das jetzt. Wir gehen da noch zu Ende hin.
You know, this has been bothering me for a while now. What exactly is this thing supposed to be? It looks like that weird metal box back at the headquarters, doesn't it? Yeah, I've been eyeing it too. There's a bunch of juice and coffee on display. What gives? This is an orbital vending machine. Is this really the first time you've seen one? If you insert Mira coins into this slot, you can choose the drink you want and the machine dispenses it accordingly. Ich dachte, da haben die eben ihre Getränke rausgekriegt. Since they were originally developed by the Epstein Foundation, you'd often find them all over the research facilities. They're apparently being tested out in Crossbell as well. Wow, seriously? Were you aware of these gadgets, Ellie? No, this is my first time seeing one too. It's hard to believe that all these inventions by the Epstein Foundation are starting to pop up all over Zemuria. Granted, I've heard that they have some incredibly influential and wealthy sponsors. Ich frag mich gerade, ob ich als Randy Ellies Namen anders aussprechen soll. Weil bei Randy immer, wenn er den Namen sagt, steht das I nicht mit drin. Da steht nur Elle. Vielleicht nennt er sie einfach an. Vielleicht ist er so ein Spitzname. Weil er nennt ja irgendwie auch Tio. Tio Todd oder so. Please resort to coins if you intend on using it. Bills are incompatible with this model. Thanks for the heads up. I'm kinda curious. I should try out at least once, right? Und das andere Ding? Was kann ich hier denn kaufen? Canned Juice. CP plus 10. Canned Coffee. Ich glaube aber nicht, dass das was ist. Was kann man hier noch kaufen? In einem anderen Automaten? Genau das gleiche, okay. Genau das gleiche. Ich glaube aber nicht, dass man da die Rezepte von lernen kann und so. Und deswegen wäre das eine Verschwendung, das einfach jetzt hier zu kaufen. Glaube ich. 200 CP sind auch nicht so viel. Old Armorica Road. Rest Area. This is a public location, so please pick up after yourself. Gut. Und hier haben wir einen kleinen Pavillon. Und man kann echt nicht hier angeln, weil man keine Angel hat, ne? Schade. Dabei wollte ich jetzt so gerne angeln. War hier noch irgendwas? Nein, ne? Hier waren wir schon, da haben wir die Kiste, genau, gut. Dann können wir ja unbesorgt weitergehen. Hier haben wir nochmal so ein Gehirnfliege. Gut, dann können wir ja jetzt hier lang weitergehen. Ah, nochmal so ein Vogel. Von dem Ding habe ich gerade sogar ein Steak bekommen. Ist hier eine Kiste? Aber sonst ist hier nichts, hier war nur der Gegner, wa? Gut, ich speichere nochmal. Ich habe nämlich immer Angst, dass mir das Spiel vielleicht abkacken könnte. Und im Fall, dass das Spiel abkackt, möchte ich nicht zu viel wiederholen, ne? Kann ja immer mal passieren, egal wie gut irgendwas ist. Ja, aber wir haben immer noch kein Fischfilet. U-Material. A racer assaulting a chest. I can understand, but a cop? That's low, man. Sorry. Okay. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Dann geht's ja... Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, neues Quartz. Mute. Hat denn irgendjemand hier noch einen leeren Slot? Ja, Lloyd. Guck mal. Lloyd hatte noch einen leeren Slot. Kannst du dadurch denn jetzt auch... Du kannst Terra. Sehr schön. Dadurch ist Lloyd jetzt unser Hauptheiler geworden irgendwie. Ist er denn... Was hat sie denn hier? Mind 1. Ja, gut. Lloyd hat auf jeden Fall jetzt den stärkeren... die Kiste müssen wir nochmal angucken. If my wish comes true, I want to become a bird. Even if I lose everything else, I want to go to the place of memories with him. Verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf irgendwas. Irgendwas, was ich jetzt nicht gette, weil
ich entweder das nicht kenne, worauf es anspielt, oder weil mein Gehirn gerade Matsche ist. So, hier ist doch... Ah, hier liegt auf jeden Fall schon mal was auf dem Boden. Earth Sappet, okay. Und da ist noch eine Kiste. Und hier drin haben wir Reviving Balm. What is Emuria's favorite brand of popcorn? Orbel Redenbacher. Schon wieder so eine Werbungskiste. Schon wieder eine Kiste mit Werbung. Okay, hier ist schon wieder ein abgesperrter Bereich, eine eingestürzte Brücke. Da werden wir so bald nicht rüber können. Dann bleibt ja eigentlich keine andere Wahl, als hier lang zu gehen. Wir denn hier auch noch was Schönes. Eine Pflanze haben wir hier. Aber die Pflanze ist nicht schön. So, und hier haben wir nochmal ganz viele Sappet. Okay. I hope your pockets are now loaded with Sappet. Sorry, aber... Der war echt low. Der war echt loid. Sorry, aber nee, okay. Ich hab's nur noch schlimmer gemacht. Das ist, bei mir hat das nicht mehr Sinn gemacht. Es hat ja kein bisschen Sinn ergeben, wie ich da gerade versucht habe, das noch weiter zu läuten. Da bekommt Cringe ja gleich eine ganz neue Beleutung. Was ist denn hier im Osten jetzt? Ist hier wieder nur so ein Bonusgebiet oder geht's hier tatsächlich weiter? Pfeffer habe ich hier bekommen gerade. Schwarzen Pfeffer. Muss ich hier rüber? Was davon ist jetzt der Weg weiter und was? Ich hasse das, wenn das nicht offensichtlich ist. Gibt's nicht irgendwie eine Taste für die Map? Gibt es. Gut, da drüben ist... So viel zu, es ist nicht offensichtlich, wo man weiter muss. Ist es ja doch, wenn man nur mal auf die Map guckt. So, und hier haben wir eine atemberaubende Kiste, in der sich wahrscheinlich Monster befinden werden. So wie die aussieht. Ich meine, wir hatten bis jetzt noch keine Kiste, die so aussieht. Und ich bin mir sicher, dass darin unser Verderben lauert. Ich speichere mal gerade vorher. Und dann würde ich sagen, los geht's. Hach, habe ich's doch gesagt. Gleich ganz viele davon. Du hattest doch eine S-Craft mit flächendeckendem Schaden, ne? Dann machst du erstmal die vier hier weg. Dann sind die schon weg, gut. Hat sich das schon mal erledigt. So, die anderen da, die können erstmal hier rüberkommen. Und jetzt greife ich ganz normal einfach an, die sind keine Gefahr mehr. Jetzt ist das Ganze nur noch ein ganz normaler Kampf. Der ist auch stumm geworden. Na toll, jetzt hast du verfehlt. Ja, das kriegen wir schon hin. Randy kann seine CP jetzt auch wieder auffüllen, wenn er angreift. Mal gucken, weil eigentlich müsste da ja jetzt was Specialiges drin sein, wenn man dafür extra einen Gegner besiegen musste. Wenn man da extra geprüft wurde, ob man dessen würdig ist. Attack 2. Guck mal, das kriegt Randy direkt. Statt Attack 1. Bam. Was hast du jetzt? La Forte. Nice. Sehr schön. Das ist gut. La Forte macht ja, erhöht ja den Angriff von einem Bereich und nicht nur von einer Person. So, dann haben wir hier unten und dann ist hier in der Ecke noch eine Kiste und noch eine Blume. Noch eine hässliche Blume. So, hier drin haben wir EP Charge. After that string of thefts in Libel, you would think they'd have some locks installed. Nein.
Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe diese Ultrakiste kein zweites Mal untersucht. Das mache ich jetzt direkt nochmal. Da muss man immer dran denken. I'd put a joke about law enforcement here, but it would be a bit of a cop-out. Versteht ihr, weil Cop. Cop, Polizei und so. Law enforcement. Ich meine, das war ein Witz über. Ja. Sind wir da? Wie weit ist es noch? Wie weit ist es noch? Sind wir bald da? Ich glaube, wir sind da. Finally made it. Ellie, Tio, how are you holding up? I'm okay, though I'm not sure how I'd be faring without that break. I'm also alive by some miracle. Though miracles aside, this village is absolutely breathtaking. Da sind weite Blumenfelder auf jeden Fall. Und da hinten sind die Berge. Was ist das für ein komisches Holzhaus? Schick, schick. Aber haben die Dächer Löcher in der Mitte? Das wirkt ziemlich unpraktisch. A rural village surrounded by fields of blooming flowers. It's absolutely mesmerizing. And there's a sweet smell hanging in the air. Is that honey? Yep. You can almost see the apiary from here. According to the database, the honey from our Morica village is one of the area's specialities. Due to its quality, the demand for Armorican honey is quite high, so it's exported all across Emuria. Yeah, I believe it. I'd always see it being sold in grocery stores and markets. This is where it comes from. Ich würde mal behaupten, ja, der Armorica-Honig kommt aus Armorica. Ich meine, wo soll das sonst herkommen? Aus Amerika? Versteht ihr, weil Armorica und Amerika. It's rather surreal experiencing something firsthand when you've only read about it in books. What do you mean, Ellie? I'm just thinking aloud. A tranquil place like this fell victim to a monster attack. It's almost hard to believe. Can't blame ya. At first glance, all I see is a carefree, happy village. Well, based on the CGF's report, they first spoke to the village chief for details of the incident. Okay, let's do the same. Besides, he probably stays on top of what happens in the village. All that's left is to find out where he lives. Gut. Das werden wir dann aber beim nächsten Mal machen. Wir sind jetzt erfolgreich angekommen und das reicht mir erstmal für diesen Part. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ich gehe jetzt ins Bett.